Das möchten Sie jetzt vielleicht nicht hören, aber eigentlich sogar als kleines Mädchen, ich war einfach nie so die Heulsuse. Katrin, ich will wirklich nicht, dass du mir die Antworten sagst. Mhm. Also. Die Wahrheit ist in dir. Mhm. Ich spüre sie. Okay. Also wann hattest du zum letzten Mal so richtig Kuppen? Stufe. Wie bitte? Sie wollen, dass ich jetzt Ihnen hier erzähle, hier an diesem Tisch, in diesem Café, wann ich zum letzten Mal auf Toilette... Nein. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie sieht's denn mit deinem Orgasmus aus? Oh, da muss ich jetzt mal eben überlegen. Sag's mir nicht. Ich muss gerade dran denken, in dem einen, weißt du noch, Motel in Buenos Aires, wo so ein schwedisches Pärchen die ganze Nacht abging und wir kein Auge zugekriegt haben. Sorry. War eine harte Nummer. Das war so witzig. Ich dachte mir so, ey, woher kriegen die die Energie, ey? Und die hattet ihr nicht? Was soll heißen? Kein Kommentar. Wir wollten dann, oder? Bald. Mhm. Wir gehen noch ins Kino. In welchem Film denn? In diesem neuen Mads Mikkelsen-Film. Michael Kohlhaas. Was habt ihr denn so in der letzten Zeit gesehen? Nicht viel aus unserem Schlafzimmer. Ja. Nee, wir waren nicht so viel draußen. Danke fürs Gespräch übrigens. Also ich find's echt nett, dich kennenzulernen. Ja, ich finde es auch total schön, dich also, auch kennenzulernen. Dass du so offen bist und also der Kuchen ist super lecker. Dankeschön. Und das ist genau der Tee, den ich mag. Nee, das freut mich. Das ist gemütlich, ne? Mhm. Nicht krank. Nur schwanger. Was? Dass das jetzt so schnell geklappt hat? Corinna, ich gratuliere dir. Und was ist mit mir? Du kannst dich frei entscheiden. Karriere oder was du sonst für Pläne hast. Ach danke, das ist aber nett. Ich kann also machen, was ich will. Hauptsache, ihr bekommt, was ihr wollt. Spar dir die Mühe. Es wird kein Kind mehr geben. 2 Stunden habe ich einen Termin in der Klinik. Und jetzt bitte geh. Keine Panik. Ich mache uns was richtig Tolles, okay? Ja, hoffentlich. Ich habe super Hunger. Wie wär's zum Beispiel mit Cornflakes? Mit Milch? Oder auch Milch mit Cornflakes? Das ist es nicht dein Ernst, oder? Oder Pizza. Oh, komm nicht schon wieder. Ich esse Cornflakes. Du, ich bin echt stolz auf dich, mein Schatz. Du hast so super gespielt heute. Also wenn du dem Direktor von der Musikschule so vorspielst, dann wirst du bestimmt ins Förderprogramm aufgenommen. Hm? Komm, du kannst noch ein bisschen fernsehen, bis Papa kommt. Geld und Erfolg ist ja wohl nicht alles. Was ist mit unserer Ehe? Und unserer Familie? Dein Sohn braucht dich.